Als war das sonntagsmorgens 6 Uhr, Wecken des Schützenkönigs. Alter, ich habe senkrecht im Bett gestanden. Ich wäre am liebsten raus und wäre Amok gelaufen. So ein Theater auf dem Sonntagmorgen. So, jetzt berichten wir dem von unserem bravourösen Sieg. Beziehungsweise erstmal gehe ich ans Feuerchen. Weil 20 Fläschchen, ne? Mhm. Ich find's aber krass, dass wir 20 Fläschchen bei dem blöden Boss gebraucht haben, ey. Ja. Der war ja im Grunde, haben wir von die für den mehr gebraucht. Für den mehr gebraucht wie für Manus. Manus hatten wir, glaube ich, auch. Da hatten wir noch Fläschchen über. So. Aber gestern beim Citylauf, da hättest du mit gucken gehen sollen. Wieso? Du warst du da gucken? Ich bin noch da dran vorbeigelaufen, wo ich da noch in den Laden rein musste. Ja. Da waren Cheerleader. Scheiße, warum hast du mich nicht angerufen? Ich wäre sofort hingesprungen. Allerdings war der älteste Cheerleader 14. Ja, das, mit solchen Infos kommst du immer am Schluss, du Hammel. Aber die waren gut, die kurzen. So. Why? I has defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon thee. That beast will never take to the skies again. Ah, this great bow? I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Mm-hmm. I suspect thou hast taken a gander at it, but the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Da hast du recht, da bist du jetzt selbst verantwortlich, was Farewell, mit dir passiert. Farewell, proud human. May every honor be bestowed upon thee. So this is true human nature. Artorias is in your death, thou leavest me little choice. May you perish for the good of all. Was kann ich sagen? Warum haut er den nicht? Aua, aua, aua. Die Box ist... Der hat noch nicht mal die Hälfte verloren. Aua, aua, der haut aber auch eine Kelle raus, ey. Was erwartest du von so einem großen, starken Kerl? Der ist ja schlimmer wie der Riesenschmied. Heil dich. Boah. Das machen wir gleich. Aua. Oh. Noch ein bisschen. Wow. Boah, bist du ein Catcher oder was? Wrestler. Ja. Oh. Für einen NPC war der echt ätzend. Ja. Aha. Jetzt haben wir nämlich seine Rüstung gekriegt. Da gucke ich jetzt mal eben rein. Wir haben sowieso noch zwei Rüstungen zu gucken. Das eine war da nicht. Das Gauks Helm. Oder Gaff. Hawkeye Gaff ist das, glaube ich. Da, das wollte ich nochmal nachgucken. Lachterhut. Schwarze Hut des prächtigen Chesters, ein geheimnisvoller Mann der Vergangenheit. Dem Träger dieses Hutes steht permanent ein schmitziges Grinsen im Gesicht. Das ist der Fluch Chesters. Ein schmitziges Grinsen? Ein verschmitztes Grinsen? Ein schmitziges Grinsen. Das ist auch so ein schmitziges Grinsen. Chesters Umhang. Schwarzer langer Lederumhang des prächtigen Chesters, ein geheimnisvoller Mann der Vergangenheit, der vor hervorragend
genähte, sehr elegante Umhang ermöglicht es dem Träger, sich leise und unauffällig zu bewegen. Mhm. Was haben wir hier? Chesters Handschuhe. Eine Handschuhhohe... die Handschuhe haben keine besonderen Eigenschaften, sind aber von überragender Qualität. Ach Mist, da wollte ich gar nicht. Und Chesters Hose. Diese hervorragend gefertigte Hose ist mit Silberschmuck in verschiedenen Größen verziert und mit Beinhaltern für Arm- und Brustbolzen ausgestattet. Mhm. Hübsch. Der Mantel sieht richtig geil aus. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was jetzt besser war wie die Rüstung vorher, war die Hose. Ja, weil es liegt daran, dass ich die Hose vorher ausgezogen hatte. So, und jetzt gucken wir, wo ziehe ich nochmal Havel an, weil ich will vergleichen, ob die Teile besser sind. Mhm. Havel. Rüstung zählen übrigens nicht dazu, zu dem Erfolg, ne? Aha. Havel. Ohne Havel. So, gucken wir beim Helm. Da ist er. Ist auf jeden Fall schlechter. Helm von Adlerauge Goth. Einer der vier Ritter der des Fürsten Gwyn. Erhalten als Auszeichnung für seine Ritterehre. Der Helm wurde speziell für den ehrenwerten Ritter Adlerauge Goth gefertigt. Doch die Seeschlitze wurden von jenen, die Gas für einen brutalen Riesen hielten, mit Baumharz verklebt. Interessant. Mhm. Da. Gas-Rüstung. Rüstung von Adlerauge Gas, einer der vier Ritter. Die Rüstung stammte aus Gas-Tagen als Drachentöter. Das Medaillon mit den Wappen des Fürsten und die Schulterplatten aus Drachenknochen sind ein Zeichen hoher Ehre. Stulpen. Erhalten als Zeichen seiner Ehre, gefertigt aus ähnlichem Material wie die Stulpen der silbernen Ritter. Mhm. Ist aber alles schlechter, so wie es aussieht, ne? Aber sehr viel schlechter. Erhalten als... Achso, aus Gamaschen. Wie sehen wir das denn aus? Das sieht aus, ey. Guck dir mal das dürre Ärmchen an, was da rausguckt. Wie so ein kleiner Dicksack sehen wir aus. Wie ein Pummelchen mit dünnen Ärmchen. Ne, dann bleibe ich, glaube ich. Dann bleibe ich, glaube ich, dabei. Wobei, das war besser, ne? Hat mir ja schon festgestellt. Havel mal ausrüsten. Da lasse ich die Brust von Havel. Havel. Wächterstulpen nehme ich auf jeden Fall die. Ach man. Havel. Wächtergemaschen nehme ich die. Mhm. Boah, jetzt haben wir wirklich das optimale Outfit. 100.000 Seelen. Ja, Zeit fürs Leveln, ne? Ich warte noch ein bisschen. Okay. Dann fang aber nicht das Fluchen und Heulen an, wenn du sie verlierst. Du kriegst von mir einen Nacken. Glaube ich nicht, du liebst mich doch, du würdest mich niemals schlagen. Lass das. Aua! Flitsch mich nicht mal im Ohr. Geschlagen. Du flitscht mir das Ohr. Ja. Du alte Pissflitsche. Außerdem flitsch ich nicht, ich schnipse. So, da nochmal dran. Und dann gehen wir nochmal zum Pilti. Zum Pilti-Pilz. Zum Pilz. Teleportieren. Mausoleum. Ja. Was ist denn der Steindrache? Keine Ahnung. Ist das da? Ach, ist das der beim Aschesee? Kann das sein? Das könnte sein, ja. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, da war das. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, glauben heißt nicht wissen, ne? Ja, ist richtig. Ja, da steht's da rum. Vielleicht sagt die uns ja jetzt was. Wenn nicht, schlage ich sie. Reden. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss.
I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Das war alles? Du gibst mir nur Pilze? I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. May the flames guide thee. Das war ein Fehler. Du hättest mir mehr geben müssen, was Sinnvolles. Stirb! Oh, why? Why dear das? Ritter der Kokosnuss. So, jetzt sind sie hier auch wirklich alle tot. Der wollte sein Loblied für dich singen und du bringst sie einfach um. Mann, 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 Mann. Ja, Entschuldigung. Verrecke, du Ass. So, DLC-Gebiet fertig. So, und alles, was jetzt kommt, weiß ich schon wieder nicht. Alles, was jetzt kommt, kenne ich nicht. Hallo. Damn, you... Oh, Master Logan. Mhm. Boah. Du Mörder. Hast du das dicke Pummelchen eigentlich schon umgehauen? Der steht da nicht mehr. Na, nicht mal den anderen Pummel. Hä? Der da oben immer stand. Wo oben? Ja, der bei dieser... Der hier oder was? Nein, nicht der. Dieser eine Typ da. Der seine Lady eigentlich beschützen wollte. Stimmt, der ist ja auch noch da. Haben wir noch überhaupt einen... Ja, Fahrt des Drachen. Hi, Sack. Ja. Hi, Sackfetti. By the Lord. No. This can't be. It can't end like this. Oh. Das ist mein Talisman. Oh, cool. Sogar noch was Sinnvolles gekriegt. So, ich denke, das reicht. Viel mehr fällt mir hier auch nicht ein. Die Tussi am Schrein, die ist immer noch tot. Dann würde ich mal sagen... Hallo, du... Du wolltest den noch umbringen, oder was? Geht nicht. Ach, I am pleased to see you well. Is it something urgent? Erstmal Gegenstand verkaufen. Mhm. Goldmütze. Seele des Manus und so, das nehme ich alles mal mit. Feuerhüter, das nehme ich auch mal mit. Die Seelen lasse ich auch mal noch eingepackt. Verkaufen brauchen wir nichts. Teleportieren. Very well. Then stay still for a moment. Sammert er dich wieder voll. Was ein Fresser. Was gibt's eigentlich nachher zu essen? Nudels. Ah ja, Eiernudeln, ne? Ja, Nudeln mit Ei. Ist sie schon fertig gemacht? Die Nudeln sind schon fertig, ich muss das alles gleich nur noch wurzeln. Ach so. Ja, ja. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob da jetzt nochmal, ob jetzt nochmal so elendig, ob jetzt nochmal so elendig viel kommt. Hm. Oder... Jetzt hängt er da rum. Oder ob wir jetzt hier gleich durch sind. Hm. Erstmal aufsteigen. Das hat sich gelohnt, 2 Level. Scheiße! Ja. Noch 2 Level, dann sind wir 100! Ja. Dann sind wir Opas und Omas. Ja, dann... Ach, hier kann ich gerade hier entzünden. Nee, das Ding ist ja schon... Dann bieten wir dem mal die Seelen da. Hau rein. Ditch.
Ja, wenn das mal nicht episch war, wa? Das läuft, da läuft jetzt schon ein schwarzer Ritter. Hm. Na gut, wie es hier weitergeht, seht ihr nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich.